Hallo, ich möchte dir einen Kurzspielfehler zeigen und auch sagen, wie du das vermeiden kannst. Aber ich möchte dir einen Fehler zeigen, den man bei fast jedem Anfänger sieht. So, wenn du nicht so lange Golf spielst, ist dieses Video ganz sicher für dich geeignet. Bevor ich anfange, sehr bald gibt es eine Golfreise für Spieler, für Anfänger mit Handicap höher als 45. So schau mal bitte unten in der Beschreibung. Vielleicht könntest du auch mitmachen. Da sind ein, zwei Plätze noch frei. So, der Fehler, den man immer wieder sieht, ist folgendes. Wenn der Spieler seinen Chip oder Pitch machen möchte, steht er oder sie so. Nur das sieht aus wie langes Spiel. Da ist kein Unterschied zum Schlag mit dem Eisen 7, zum Beispiel vom Fairway. So, das Problem mit dieser Haltung, zwei große Dinge. Nummer eins, man kann dann sehr leicht zu weit ausholen. Nummer zwei, wenn ich so weit weg vom Ball stehe, ist es sehr schwierig, in die optimale Treffmomentposition zu kommen. Dann greif den Schläger tiefer. Steh mit den Füßen recht eng zusammen. Lehn den Schaft leicht nach vorne, weil so möchte ich im Treffmoment auch sein. Die Arme sind jetzt lang und etwas durchgedrückt. Nicht zu fest, aber die sind etwas durchgedrückt. Und von dieser Position kann ich nicht so weit raus. Und wenn ich so anfange, ist es viel einfacher zurück zu der Ausgangsposition zu kommen. Und das ist, was wir wollen.